Odin, Thor, Zeus, Allah, Neptun, Osiris, Buddha, Manitou und all die Religionen und Götter und Götzen, woher kommen die eigentlich und wohin führen die? Nun, die Geburtsstunde aller Religionen, Götter und Götzen ist der Sündenfall. Der dreieine lebendige Gott hat die Welt erschaffen und den Mensch nach seinem Ebenbild. Und vor dem Sündenfall gab es keine Religionen und Götter, denn der Mensch hatte eine unmittelbare, direkte, harmonische Gemeinschaftsbeziehung mit dem dreieinen lebendigen Gott. Bis diese zerbrach mit dem Sündenfall. Mit dem Sündenfall ist diese harmonische Gemeinschaftsbeziehung zerbrochen. Der Mensch hat sich seitdem völlig entfremdet. Es entstand quasi eine große Kluft zwischen Mensch und Gott. Der Mensch hat quasi Gott verloren. Aber er hat eine Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen. Und diese stillt er mit selbstgemachten Götzen und Religionen. Deshalb ist der Sündenfall die Geburtsstunde dieser Religionen. Was ist eine Religion? Jede Religion ist letztlich die Suche nach Gott. Denn der Mensch hat eine Sehnsucht, aufgrund dessen sucht er Gott und diese Sehnsucht stillt er mit selbstgemachten Göttern. Jede Religion ist letztlich auch die Beruhigung des Gewissens, denn der Mensch empfindet eine Verantwortung vor Gott und dieses Gewissen will er beruhigen und letzten Endes ist jede Religion auch der Versuch, Gott mit eigener Kraft durch Religiosität zu begegnen und zu beschwichtigen. Gott hat den Mensch nicht in diesem Zustand der Verlorenheit gelassen, sondern hat ihm immer die Möglichkeit gegeben, sich offenbart und die Möglichkeit gegeben, eine Beziehung zu Gott wieder aufzubauen durch Vertrauen, bis er selbst auf die Erde kam in Jesus Christus, damit der Mensch durch Jesus Christus wieder eine Beziehung haben kann zum lebendigen Gott durch Vertrauen und Glauben. Und Jesus Christus wischt alle Religionen, Götter und Götzen dieser Welt vom Tisch und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus hat Gott geoffenbart und durch ihn kannst du wieder eine Beziehung haben zum lebendigen Gott. Durch Vergebung der Schuld kannst du wieder in Beziehung treten und er kann dich befreien von all deinen selbstgemachten Götter und Götzen und Religionen, die dich letzten Endes in die ewige Verlorenheit reißen. Nimm diese Chance an, vertraue Jesus Christus, nimm ihn an als deinen Retter und nimm das Geschenk der Vergebung an.